Die News der Woche 46 in Nürnberg wurde ein neues Christkind gefunden und wurde auf Facebook sehr angeschrieben oder missäußerlich geäußert. In Thailand wurde jemand gefunden, der tot vor dem PC ist. Und das sind die News des Tages, echt die los. In Nürnberg wurde ein neues Christkind gefunden, das seit Anfang November gewählt wurde. Sie heißt Benigna Munzi. Sie ist hier für die nächsten 2 Jahre in Nürnberg. Das Christkind dann wird wieder von der Bevölkerung neu gewählt. Ist jeweils so von der Zeit September bis Oktober wird gewählt und dann wird ausgelost. Ja, sie sind auch zwischen so 16 bis 19 Jahre alt. Nach der Auflösung des Christkindes dieses Jahres fertig war, da habe ich einen Kommentar von der AfD auf Facebook. Zitat der AfD: Nürnberg hat ein neues Christkind. Eines Tages wird ich und wie den Indianer dienen. Das war der Kommentar von der AfD Kreisverband Münchner Land. Sie darauf reagierte entspannt und gab der Presse schon ein paar Interviews. Update vom 3. November 2019, 16.15 Uhr, Nürnberg, Oberbürgermeister Ulrich Melli, SPD, hat sich nach der Eklat um den rassistischen Kommentar auf der Facebook-Seite der AfD-Kreisverbandes geäußert. Man müsste lachen, wenn man nicht wüsste, dass diese Typen es ernst meinen. Aber wenn man könnte heulen über so viele Menschenfeindlichkeit, sagte Melli am Sonntag in Nürnberg. Wenn ihr mehr zu dem Thema wissen wollt, geht auf den ersten Link bei News der Woche. Ich weiter geht es zu Thema 2. Von der chinesischen Regierung verhängte harte Regulierung für die Gaming-Konsum von Minderjährigen und schränkt die Spielzeit und erlaubte Budget ein. Das heißt, in Zukunft können Personen im Alter von 8 bis 18 Jahre nur noch 19 Minuten spielen an den Werktagen. Und am Wochenende ist das sogar 3 Stunden. Das Budget ist auch 200 Yuan, der entspricht so ca. 25 Euro im Monat. Das gilt bei den Kindern von 8 bis 16 Jahre. Ab dem Alter von 16 bis 18 Jahre wird der Budget verdoppelt. Was hält ihr eigentlich davon? Schreibt das mir mal in die Kommentare. Und soll das für Deutschland vielleicht auch mal eingeführt werden? Mal schauen, was eure Kommentare, Meinungen dazu ist. Und jetzt geht es zum 3. Thema. In Thailand bemerkte ein Vater, dass sein Sohnemann tot vor dem PC lag. Er reagierte bei Ansprechen überhaupt nicht und bei dem er einen Schlaganfall bekam.
Der Junge ist gerade mal 17 Jahre alt geworden. Nicht nur die Standarddrogen sind schädlich, wie Kokain, Kaffee, ja, Kaffee nicht, alles was nicht illegal ist und kann zum Tod führen. Auch das Online-Spielen kann tödlich werden. Der Grund dafür war, dass er nächtelang durchgezockt hat und ein Online-Spiel und dann irgendwann einfach nichts mehr gegessen hat und auch nichts getrunken hat und dann passiert ihm so. Der Grund dafür war, dass er nächtelang durchgezockt hat. Die Eltern der Jungen wollen ja auch andere Eltern warnen. Auch ich sage, lasst eure Kinder nicht zu lange an dem PC. Ja. Nee. Ja, ein bisschen, vielleicht so maximal 3 oder 4 Stunden pro Tag so zocken, aber mehr auch nicht. Wenn oder du selbst nächtelang spielst, weißt du einfach selber irgendwann, wo ist das Ende? Und ja, man braucht genug Essen, Trinken, Schlaf und weitere Sachen, ja, natürlich auch. Weitere Infos zu dem Fall findet ihr unter dem News der Woche, unter dem Thema Link 3, auch hier, oder hier auf diesem Kanal werde ich hoffentlich auch da weiter berichten. Somit haben wir heute keine Themen mehr und darum gehen wir sofort zu der Endcard und sagen dann damit einfach mal tschüss, tschüss. Nee, das sage ich noch nicht. Ich sage nicht nochmal, wenn einer von euch Interesse hat, bei mir mitzuhelfen, zum Beispiel die nächste Woche mit vorzubereiten oder Themen herauszusuchen, wenn ihr sowas Potenzial habt, dann schreibt mich einfach mal an oder bewirbt euch einfach bei mir oder auch meinen Discord-Server. Ich kann echt sehr, sehr gerne hier in mein Team Unterstützung gebrauchen bei News der Woche. Und damit die Bewerbung Zeit geht bis Ende dieses Jahres. Und sagt dann tschüss, tschüss, bis bald von den News der Wochen.